von denen über. Wow, also ich hätte auch gerne ein bisschen Rosen. Bevor ich die Prinzessin jetzt kennenlerne, lernen wir gemeinsam zuerst den Sherkan kennen. Er ist sozusagen ein lebendiges Maskottli vom Eishockey-Club Genf Servette. Ob er wirklich Glück bringt, das werden wir sehen. 7000 Fans, ein riesen Lärm und grelles Licht. Unter diesen Umständen würde eigentlich jedes Tier die Flucht ergreifen. Nicht so der Sherkan. Als offizielles Maskottli vom Eishockey-Club Genf Servette geniesst er es, vor dem Spiel übers Eis zu fliegen. Und wenn er nicht gerade im Stadion die Herzen der Fans erobert, dann lebt der Adler im Tierpark zu Genf. Dass der Sherkan seine Auftritte problemlos und ohne Angst meistert, hat er seinem Trainer zu verdanken. Der Sherkan ist ein Weisskopf-Seeadler, der vermutlich die bekannteste Adlerart der Welt ist. Er ist ja zum Beispiel auch das Wahrzeichen der amerikanischen Staaten. Unser Sherkan ist ein richtiger Star da im Park. Seit 11 Jahren ist er nämlich das Maskottli vom Hockey-Club Genf Servette und hat mittlerweile auch schon jenste Auftritte in Film und Werbung gehabt. Der Sherkan ist in Gefangenschaft geboren und hat die freie Natur nie kennengelernt. Wir haben ihn schon von klein auf trainiert, darum sehen Sie hier einen Vogel, der sich Kameras, Lärm und Leute gewohnt ist. Mit einem Vogel, der in der Natur auf die Welt gekommen ist, könnte man nie so arbeiten, das wäre unmöglich. Der nächste Abpfiff steht bevor und der Sherkan macht sich mit seinen Betreuern auf den Weg ins Stadion. Der Sherkan ist schon seit 11 Jahren das Maskottli vom Eishockey-Club Genf Servette. Er weiß also schon ganz genau, was als nächstes auf dem Programm steht. Bevor das Spiel aber losgeht, schaut der Sherkan immer noch rasch bei den Fans vorbei. Wie die Leute auf so einen grossen Raubvogel reagieren? Sie wissen einfach, dass auf der Handschuhe. Sie haben einfach Ruhe, niemand berichtet. Und sie fühlen sich wohl. 98% von den Leuten reagieren positiv, weil sie sehen solchen Vögel das erste Mal in seinem Leben und sie wundern sich, dass er so ruhig ist. Sie wollen Fotos machen und sie fragen es immer, fast immer die gleiche Frage: Wie alt ist er? Wie er heißt? Ob man ihn berühren kann? Wo er wohnt? Wieso ist er nicht? Im Stress, einfach ohne Angst. Ja. Aber Sie sehen, er ist einfach alles perfekt. Aber nach 10 Jahren oder 12 Jahren der Arbeit, einmal pro Woche hier in der Halle, ist einfach. Disziplin ist sehr hoch. Also, er ist wirklich ein Star. Er heißt Sherkan und alle Leute in der Schweiz, die einfach Hockey anschauen, und die kennen ihn. Obwohl der Sherkan als Maskottli seinen wichtigsten Auftritt heute Abend noch vor sich hat, zeigt er schon mal viel Geduld beim Posieren für Fotos mit seinen Fans. Es gibt bei uns eine Legende, die besagt, dass das Team verliert, wenn der Sherkan eine extra Runde übers Eisfeld fliegt. Das ist noch lustig. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wir auf das Abend schon oft verloren haben. Aber ich glaube, das ist reiner Aberglaube und hat mit der Realität nichts zu tun. Der grosse Moment ist da. Es ist Zeit für am Sherkan seinen glücksbringenden Auftritt. Endlich darf der Sherkan wieder seine Flügel spreizen. Ein Augenblick, den er anscheinend genießt. So, und jetzt nur noch ein paar Fotos mit den VIPs. Und dann kann der Sherkan verdient in seinen Feierabend. Oui, c'est bon. Oui, c'est bien, Philippe. Ça y est, t'en as marre, toi? Tout est bien.
So, das war es. Es dauert etwas lang, die 45 Minuten fotografieren. Das ist ein bisschen kritischer Moment zum Schluss. Es war sein 320. Match und wer weiß, vielleicht haben wir noch mindestens so viel vor uns. Wir sind zufrieden. Gehen wir, Schalke. Schluss für heute.